Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mesa. In der letzten Folge ist uns alles um die Ohren geflogen. Weiter geht's. Unvorhergesehene Konsequenzen. Eieieiei, jetzt leckt's aber. Oh, ja. Jetzt leckt's ein bisschen. Eine Sekunde mal. Lololol, wo kann man das denn einstellen? Machen wir mal hier ganz einfach Video. Ich stelle mal ganz kurz um. Mach mal antisopisch mal auf. Ja, stellen wir alles so wie es soll. Den lassen wir an. Schatten machen wir auf. Naja, Schatten, na, bleibt mal lieber. Machen wir auf Weltspiegel und fertig. Okay, geht trotzdem, egal. Dann müssen wir damit kurz leben. Bisschen vom Rauch wegsehen und dann ist alles wieder flüssig. So. Ja, das Teil ist uns um die Ohren geflogen, würde ich mal sagen. Ne? Okay. Oh, die Tür ist auch aufgebrochen. Oh, scheiße. Huch, geh auf die Tür. Control kriechen. Oh nein. Oh nein, scheiße. Alles kaputt. Hüp. Gerade war alles noch so schön in Ordnung, jetzt ist alles explodiert. System Overload. So. Aber Aufzug geht noch, oder? Ja. Scheiße, da hätte nicht passieren dürfen. Alles kaputt. Listen. I tried to warn you. I never thought I'd see a resonance cascade. Let alone create one. By Schrödinger's cat, he's alive. Gordon, thank God for that hazard suit. All the phones are out. Oh. I can't reach anyone in the facility. We need to get to the surface and let someone know that we're stranded down here. There's no telling what kind of danger is. Uh-oh. My God, what have we done? Fascinating. Can't afford to waste time. You'll need me for the retinal scanner. New headquip? The rest of the science team will help you along the way. And for God's sake, keep that suit on until you get the clear. You hear me? Wie kommt ein Headquip hier rein? Interesting anterior. I wonder where its stomach is. Wie geil. Control room. Oh shit. Oh shit. Oh oh. Shit. Ja, das Spiel ist unzensiert, wurde ich nur mal angemerkt haben. Ich gehe mal auf Kontrolle hier und renn durch. Boah, scheiße, Mann. Scheiße. Ich höre was. Oh shit. Klingt aber gar nicht gut hier. Ach du. Fuck, 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 fuck. Ach, das war eine Headcrab. Und jetzt? Scheiß Headcrab. Verpiss dich. Wie soll ich denn was machen? Ich habe nicht mal eine Waffe. Space und Control. Gedrückter Sprung. Ah ja. Geduckter Sprung meine ich. Nicht gedrückter. Oh shit. Der Laser brutzelt mir so den Kopf weg, wenn ich da reinstrahle. Oh fuck. Ja geil. Die sind jetzt über Zombies oder was? Ich geht wie eklig. Scheiße, die Tür hängt. Nein. Und jetzt? Kann ja nicht durchklettern oder so. Doch, kann ich. Gut. Okay, die Lage scheint doch. Hier ruft irgendwo einer. Der Aufzug hängt. Scheiße! Ich hab die umgebracht, glaube ich.
Die Leute saßen im Aufzug fest. Okay. Hätte ich nicht mitrechnen können, war nicht meine Schuld. War ein Arbeitsunfall. Ladedaten. Boah, krass, wie geht das denn hier bitte ab? Alles Gordon Schuld, alles kleiner, nee, welchen Schuld ist das? Gordon? Gordon! Moin! Man, am I glad to see you. What the hell are these things, man? And why are they wearing science team uniforms? Komm mal mit. Okay, I'll cover you. Gut. Da ist ein Zombie, Mann. Hallo, da ist ein Zombie. That's right. Job time, go. Jo. Muss ich hier rein? Kann ich aber. Muss ich aber nicht. Okay, komm. Ist das hier irgendwas? Visionary. Ah ja. Always looking to the future. Volt. Okay. Ja, komm mit zu Sicherheitsbeamter. Da liegt was auf dem Boden. Ist das Leuchtsticks oder so? Das ist fucking tatsächlich. Komm. Ah ja. Jesus, this place is in bad shape. Ja, hier sieht's wirklich übel aus. Scheiße, das sind Zombies. Oh! Oh, da war ja Gas. Boah, wie krank das ist. Bring ihn um! Ja, die Headcrabs sind, die sind schon ein bisschen übel, die Zombies. Wetten, er läuft durchs Feuer? Nee, tut er nicht. Wow. Kenne ich aber aus Half-Life 2 anders. Okay. Muss ich hier lang? Ja, aus einem Sci-Fi-Film, da hat er recht. Oh, scheiße, diese Zombies. Mach tot! Mein Gott. Ich brauche selbst eine Waffe. Okay, erledigt. Alles Professor und ich höre Zombies irgendwo. Hier hinter der Tür. Okay, hier brennt alles. Da braucht man nicht mehr lang. Sorry, man. Nö, nö, nicht schlimm. Ich bin Gordon Freeman. Wow. Wie soll ich auf den Kopf ziehen ohne Waffe, du Schlaumeier? Na, Mist. Alles kaputt. Offline. Nein. Hey. Geh kaputt. Ah, ich kann hier durch den Lüftungsschacht kriechen, sehe ich gerade. Ja, du hast einen. So. Soll ich hier erstmal durchklettern? Ach, mach ich mal. Wollt mir da auch noch der Sicherheitsbeamte? Anscheinend nicht. Schade. Ob das so eine schlaue Idee war? Ah, ich hoffe es einfach mal. Scheiße, und jetzt? Hallo? Ach, hier ist eine Brechstange. Oh. Ja, man, Gordon Freeman ist zurück. Trash. Statt der Beschreibung sogar drunter. Trash. Brechstange, Dresch. So, Gordon Freeman ist zurück. Und du willst auch was? Hä? So. Was? Nein, 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 nein! Ich helfe dir. Nein! Scheiße. Und jetzt? Ja, der hat leider verkackt. Ist hier noch was drin? Bah. Lieber mal schnell vom Leid erlösen. Da seht ihr, wenn ihr euren Computer nicht pflegt, dann habt ihr ständig solche scheiß Bluescreens. Eigentlich ist er vom Windows aus so, aber nur noch bei den Windows XP-Versionen so ganz schlimm. So, da möchte ich nicht eingequetscht werden. Nein, da möchte ich garantiert nicht eingequetscht werden. Sektor B, Coolant-Reserve. Okay. Nein.
Das sind chillige Headcrabs. Soll ich ihn von Salat erlösen? Scheiße. Hier war First Aid. Monitor zerstört, steht da sogar. Okay. Schade. Er hat da keine Waffe dabei. Was ist das denn? Irgend so ein Boiler-Ding. Ah, das Teil ist raus, ne? Muss wieder reinstecken wahrscheinlich. Zack. So. Ladedaten. Ja, der Mod ist schon echt geil gemacht, oder? Da fühlt man, ja, was heißt Mod? Ist schon wie so ein Spiel, ne? Da könnte man echt sagen, so, spiel nochmal Half-Life 1 durch oder sowas. Ist so richtig gut gemacht. Oh, scheiße. Und die Zombies sind auch echt ein bisschen anders als von Half-Life 2. Geht nicht, ne? Hier geht auf. Ist hier irgendwas? Ja, nein, ja. Es der Wecker klingelt, mach mal deinen Wecker aus. Okay. Kann man hier durchklettern? Kann man, ja. Fällt der Aufzug denn jetzt gleich runter? Ich hoffe nicht. Das war ein Witz mit dem Aufzug. Scheiße. Ah. Ja, geil, ne? Aber wir sind zum Glück im Wasser gelandet. Die anderen hatten gerade nicht so viel Glück. So, und nun? Sind wir anscheinend wieder ein paar Ebenen tiefer. Toll. Oh, wir sind bei Security Level 4. Und wie wir wissen, hat Gordon eigentlich nur Level 3. Das heißt, Gordon ist in einem Bereich, wo er gar nicht sein dürfte. Theoretisch. Aber was machen sie dann hier? Nein! Ah, der Typ hat da auch Pech, ey. Scheiße. Kann ich die Leiter wieder aufstellen? Ich will kein Fleisch. Ne, ich komme da glaube ich eh nicht hoch. Mau, die Viecher. Ehrlich? Hier. Kletter heißen die? Okay. War das She-Man? Da habt ihr aber auch gesehen, ne? Da war doch, glaube ich, She-Man, ne? Lol. Oh. Was ist das denn? Gut Leute, hoffe ich hat es heute gefallen mit Black Mesa.